Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Das schwarze Auge Drakensang. Wir sind bereits in Folge 12 angelangt und suchen jetzt einen Freund. Wen suchen wir dann da? Ja, den Ardo, Ardos Haus. Und kann endlich bei einem guten Krug Bier nicht vergessen. Ja, Ardo, wir suchen Ardos Haus. Keine Ahnung, wo das sein soll, Ardos Haus. Ugdanhafen. Ich glaube, dass es eher da hinten ist. Irgendwo das Häuschen vom lieben Ardo. Verschlossene Truhe kann ich nicht. Ich habe noch keine Fertigkeiten erlernt. So Schlösser knacken oder irgend sowas. Ja. Irgendwo Ugdanhafen. Das ist ja auch nicht. Das ist ein Hafen, Leute. Das ist ein Hafen. Das lesen wir da irgendwo? Stuttgart ist Hasler, Ugdan, Hafen, Kontor, Neusberg zur Grafenstadt, nach Fuhrmannsheim, Ugdan und Hafen, Handwerker Südtor, Festplatz. Da steht jetzt Stadtwache, da steht jetzt nirgends. Wo da dieser Ardo ist. Sollte irgendwo sein. Stadtwache. Zum Silberkrug. Dann waren wir schon. Ugdanhafen. Ardo. Ardos Anwesen. Da müssen wir umdrehen, Leute. Hier haben wir es schon. Ardos Anwesen. Ah, super. Gefällt mir. Ardos an. Der sieht jetzt diese Stadtkarte ist Hasler. Der müsste uns normalerweise durchlassen. Der Stadtkarte ist. Wir müssen hier rein. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Sicher, für mich schon. Nicht zu betreten? Was soll das heißen? Mein Freund Ardo von der Eberstamm wohnt hier. Ich muss euch leider schlechte Kunde tun. Euer Freund wurde ermordet, am Hafen aufgefunden. Nein! Wir suchen gerade das Haus nach weiteren Hinweisen zu der Untat. Es besteht nahezu kein Zweifel mehr, dass auch er ein weiteres Opfer einer Reihe von Morden ist, die Pferde zurzeit in Unruhe versetzen. Ich darf euch keinen Zugang zum Haus gewähren, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind. Das kann nicht sein. Er hat mir erst kürzlich unter einen Brief gesteckt, ich solle ihn hier in Pferdach besuchen, schrieb er. Und jetzt soll er tot sein? Ich begreife das alles nicht, das kann nicht wahr sein, ich will alles über diese Morde wissen. Es tut mir leid, wirklich leid um euren Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen, selbst wenn ich wollte. Die Untersuchungen der Morde sind verschlüsselte Verschlusssache der Stadtkarte. Irgendjemand muss mir doch Auskunft geben können, verdammt. Ihr könnt mich doch nicht einfach so stehen lassen, wie der hergelaufene Pöbel. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Der Einzige, der euch im Augenblick behilflich sein könnte, wäre die Wachhauptfrau unserer Stadtgarde, Bala Dorkenschmied. Sie leitet die Untersuchung der Mordserie, die sollte am Wachhaus sein, nicht weit von hier entfernt. Ich zeichne euch den Standort auf eurer Karte ein. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzusuchen. Auf bald, Wache. Seid ohne Sorge, Horst von Anheim. Egal, was auch geschehen mag, ich werde euch bei der Suche nach dem Mörder eures Freundes helfen. Dies schwöre ich bei der Ehre Rondras. Ich danke euch, Ulana. Komm, gehen wir. Sehr gut, Leute. Ja, gut. Also, der ist leider gestorben, dieser Ardo, Ardor. Ja, egal. So, da unten ist die Wachstation. Da müssen wir jetzt hin.
Zur Wachstation. Dann werden wir da hingehen, Leute. So. Da ist diese Wachstation und das dürfte der Wächter sein. Stadtgard ist. Was ist denn passiert, Frau Hauptfrau? Wir haben gerade diesen möchtegern halunken Dranor erwischt. Er hat doch tatsächlich versucht, eine Stadtmauer zur Grafenstadt zu klettern. Und er ist gefallen. Direkt vor die Nase einer unserer Leute. Dorkenschmied. Wie kann ich euch helfen? Bala Dorkenschmied. Verzeiht mir, wenn ich stören sollte. Mein Name ist Horste von Arnheim. Ich komme gerade von Eberstein Anwesen. Es geht um den Tod meines alten Freundes Ardo vom Eberstamm. Der wachhabende Hasler sagte mir, dass ihr mir weiterhelfen könntet. Die Quest Morder in Ferdok wurde aktualisiert. Seid gegrüßt! Auch wenn dies ein trauriger Anlass ist, Ardo vom Eberstamm war ein geachteter Bürger Ferdoks und sein Tod geht vielen hier nahe. Dies sind wahrhaft düstere Tage für diese Stadt und ihre Bewohner. Seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Mörder zu fassen. Leider kann ich euch zu dieser Stunde noch keine Einzelheiten zu dieser jüngsten Untat nennen. Graf Grovin hat in dieser Sache um äußerste Diskretion gebeten, um die Aufklärung der Verbrechen nicht zu gefährden. Entschuldigt, ich muss mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Auf bald, Horste von Arnheim. Einen Moment noch. Einer meiner besten Freunde wurde ermordet. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, um zu helfen? Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gerne ein wenig umhören, um selbst etwas über den Morde herauszufinden. Okay. Tatsächlich wurde von Graf Grovin jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Ich halte dies jedoch für keine gute Idee. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Avestreu und den Wegfall der gräflichen Lanzenreiterinnen kaum genug Leute haben, ist es immer noch Aufgabe der Stadtwache, solche Ermittlungen zu tätigen. Ich beschwöre euch, lasst mich in eurem Auftrag handeln. Ich schulde Ardo mein Leben. Bei meiner Ehre werde ich nicht eher Halt machen, bis ich seinen Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt habe. Ja, okay, Questgegenstand. Ermittlungserlaubnis Ferdok erhalten. Die Quest Morde in Ferdok wurde aktualisiert. Also gut, wenn es euch so ernst ist, werde ich euch die offizielle Erlaubnis erteilen, in meinem Namen Ermittlungen zu dieser Sache anzustellen. Ich will euch in einige Dinge einweihen. Ich erwarte aber im Gegenzug absolute Verschwiegenheit von euch. Ja. Beim Andenken von Ardo vom Eberstamm. Ihr habt mein Ehrenwort. Gut, dann soll es so sein. Ab sofort handelt ihr in offiziellem Auftrag der Ferdoker Stadtgarde. Bisher gab es 3 Mordopfer, die alle auf dieselbe Weise ums Leben gebracht wurden. Das erste Opfer, der alte Bettler Elko, wurde in Fuhrmannsheim gefunden. Sandor Kunger, ein bekannter Imanspieler, den die meisten nur Drache nannten, lag im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen. Euer Freund wurde an einem Anlegeplatz im Hafenviertel aufgefunden. Einzelheiten könnt ihr von Ort von der zuständigen Wache erfahren. Erwähnt aber, dass ihr in persönlichen Auftrag von mir handelt, damit ihr auch Auskunft bekommt. Wir haben bereits eine gewisse Kladis Schladromir sowie den Leibwächter Ardos, einen Zwerg namens Vorgrim, verhört. Beide scheinen jedoch über den Zweifel erhaben zu sein. Weder dieser Kladis noch sein Leibwächter sind mir bekannt. Wisst ihr vielleicht, wo die beiden zu finden sind? Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Ha, der besoffene Vorgrim. Leute! Vorgrim findet es sicherlich unter einem der Tische im Silberkrug, einer Taverne am Paraiosplatz. Seit dem Tod eures Freundes sieht man ihn fast nur noch betrunken. Zu Kladis Schladromir kann ich euch nur sagen, dass sie des Öfteren im Fuhrmannsheim gesehen wurde. Wo genau, kann ich euch jedoch nicht sagen. Sie ist mir etwas suspekt, auch wenn sie nichts mit den Morden zu tun hat. Ihr solltet Vorsicht walten lassen. Mit dem Mangel an Stadtwachen haben die Verbrechen in Fuhrmannsheim zugenommen. Okay, dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Auf bald, Wachhauptfrau Dorkenschmied. Dorkenschmied, jedes Mal sage ich Dorkenschmied. Dorkenschmied, ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Auf bald, Horste von Arnheim. Und viel Glück, Erfolg. Rübinger, ihr seid ja immer noch da. Ich sagte doch, ihr sollt die Angelegenheit am Hafen klären. Jawohl, Wachhauptfrau Dorkenschmied. Super. Ja, Leute. Cool, echt sensationell. Haben wir etwas erfahren? Wir müssen zu diesem Vorgrim gehen. Da weiß ich schon, wo der ist. Den haben wir schon gesehen. Ah, der betrunkene Vorgrim.
Mit diesem Volker zu reden, wird es nicht einfach werden, wenn er besoffen ist. Okay. Kladis finden wir irgendwo im Fuhrmannsheim. Wo das ist, das muss ich jetzt mal nachschauen. Ah, da. Nach Fuhrmannsheim. Da muss ich natürlich in die andere Richtung gehen. Okay, muss ich hier runter. So, da bin ich richtig. Zum Silberkrug, ne? Ich muss eh in diese Richtung. Ich muss eh diese Richtung, Leute. Zum Silberkrug. Da ist nämlich der Vorgrim drin, im Silberkrug. Ugdanhafen brauche ich nicht. Da ist der Silberkrug. Taverne, Silberkrug. So, da ist jetzt der, sollte der Vorgrim drin sein. Oh ja, ist er schon, das ist der. Vorgrim. Lass mich. Will mehr Bier haben. Ich will mehr Bier haben. Das ist er eigentlich. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich muss dringend mit Vorgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardor von Eberstamm wurde ermordet und ich benötige dringend seine Hilfe. Doch wie ihr seht, ist er komplett hinüber. Oh, hallo, mein Freund. Ist dort Dradan ein letztes Bier? Komm schon. Es ist super. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Vorgrim seht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran. Sogar seinen langen Bart hat er sich abgenommen, als Zeichen der Schande. Bin mein Bart nicht wert. Ich... Okay. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Nun ja, ihr könntet ihm einen Krug Ferdogra spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. doch ich habe was für euch. Mein Geheimrezept. Ein dunkles Spezial. Eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's damit? Ja, dann mischt mir bitte eines davon. Questgegenstand. Extra starkes dunkles Spezial erhalten. Ich habe unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier, nehmt einen Krug. Auf Kosten des Hauses. Darf ich euch noch was fragen? Was wollt ihr denn wissen? Zeig mir bitte, was ihr im Angebot habt. Nichts, was ihr im Angebot habt. Seife. Nein! Rückkauf. Leute. Pff, ich habe das verkauft. Coolmond Schnupftabakdose werde ich verkaufen. Rezept, dunkles. Dunkles Spezial brauchen wir. Helles Ferdocker. Nö. Handel abschließen. So, jetzt muss ich ihm das geben. Willen Helles. Willen Bier. Willen Bier. Hast du nicht Lust am ehrlichen alten Zwergen? Ein auszugeben. Auszugeben. Hier ein Krug mit erfrischendem. damit. Ja, super. Genial, Leute. Aber es. Ja. Meister Vorgrim trinkt nur schön alles aus. Boah, was ist das denn für ein Geschäft? Pfui. Borbarat, Kräuter, wer hat es gewagt, mir Vorgrim schon das Ferroschlacks ein dunkles Spezial anzudrehen? Du also, da, warte, wo ist meine Axt?
Vorgrim, bitte beruhigt euch. Mein Name ist Horste von Arnheim. Ado hat euch bestimmt schon mal von mir erzählt. Er hatte mich nach Ferdok gebeten. Horste von Arnheim? Stimmt. Ado hat tatsächlich schon von euch erzählt. Ein Freund Ados ist auch mein Freund. Doch Ado ist tot. Wisst ihr das dennoch nicht? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Super. Ich hätte bei ihm sein müssen. Ich habe als Leibwächter versagt. Lasst mich besser allein. Ich bin ein unbärtiger Nischnutz mit Schluck auf. Ich weiß, dass Ado ermordet wurde. Deswegen suche ich ja nach seinen Freunden. Wieso seid ihr denn nicht bei ihm gewesen? Er wollte es nicht. Dennoch ist es meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Hätte darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Bah, bei Arombolos Sport, das eklige Kräutergemische kommt wieder hoch. Da kräuscheln sich einem ja die Rückenhaare. Ein Treffen, sagt ihr? Um was ging es da genau? Ado sollte sich dem Obergardisch der Stadtgarde Taschmann, heißt der, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um irgendwas, an dem Ado gearbeitet hat. Eine Untersuchung von höchster Stelle. Aha, mehr weiß ich dazu nicht. Hat der alte Brummelbart alles für sich behalten. Er hat es nicht lebend zu dem Treffen geschafft. Ich hätte bei ihm sein sollen. Verdammt, nochmal, wie konnte ich ihn nur so im Stich lassen? Okay. Vorgrim, hört mir zu. Ich brauche eure Hilfe, um den Mörder Ados zu fassen. Seid ihr schon nüchtern genug, um mir weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich gehe immer so auf dieses widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Frag, mein Freund, fragt einfach. Kommt, Vorgrim, lass uns losziehen, den Mörder Ados zu fangen. Okay, dann werde ich einmal, was wisst ihr über die Morde, fragen. Ado ist nicht der Einzige, der auf so eine schlimme Art ermordet worden ist. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn Drache, weil er so stark wie sieben Mann war. Wenn ihr mich fragt, muss ein gewaltiger Hüde ihn überwältigt haben. Einer, der noch viel stärker war als er. Sandor Kunger, ja. Bala sagte mir, dass der Drache in der Nähe des flinken Frettchens gefunden wurde. Ja, das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist Schankmagd im flinken Frettchen und die Freundin des Drache. Sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihm reden. Mit ihr reden. Kann ich euch noch was fragen? Fragt bei Frau Wald. Kennt ihr eine Gladys Schladromir und wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Gladys, haltet mir bloß diese Nervensäge vom Hals. Ich sag euch, bei Gladys weiß man nie so genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sich Ado mit so einem jemanden abgegeben hat. Sie streift oft auch durch Fuhrmannsheim. Auch die Taverne zur sanften Sau soll sie des Öfteren für ihre undurchsichtigen Geschäfte aufsuchen. Was sind das für Geschäfte, denen diese Gladys nachgeht? Na, so genau weiß ich das natürlich auch wieder nicht. Aber unter uns gesagt bin ich mir sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich ihr Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei der sehr gut vorstellen. Okay, nächste Frage. Wisst ihr vielleicht noch etwas über den Mord vom alten Elko? Nein, tut mir leid, ich weiß nur, dass er in Fuhrmannsheim ermordet wurde. Okay. Könnt ihr mir mehr über das Treffen erzählen, zu dem Ado vor seinem Tod wollte? Wie ich schon gesagt habe, Ado wollte sich mit diesem Obergardisten Taschmann an der Wachstation am Hafen treffen. Aber anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe der Anlegeplätze. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein helles. Nö. Du trinkst nichts mehr, du bist schon durch. Erzählt mir von euch und Ado. Ach,
Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie, als genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals nach tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollten, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte. Und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet. Also, eigentlich bei einem guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er plötzlich wieder auf und nahm mich als sein Leibwächter bei sich auf. Okay. Kommt, Fargrim, lass uns losziehen, den Mörder Ardos zu fangen. Ja, Rache für Ardo, aber seht mich an, ein verkaterter Zwerg, der nicht mal seinen Schandbart wert ist. Ich kann kaum 3 Schritte in eine gerade Richtung laufen, da werde ich keine große Hilfe sein. Ihr seid der Sohn von Ferolax, als ob euch so ein paar lächerliche Biere kleinkriegen könnten. Lasst uns gemeinsam den Mörder suchen. Ja, ihr habt sicher recht. Ruht euch hier noch ein wenig aus. Ich werde später noch einmal nach euch schauen. Na dann, wie ihr wollt. Wird ein helles Pferdocker. Vergiss es, Fargrim. Von mir bekommst du nichts mehr. Leute. Okay, wir lassen den Fargrim einmal Fargrims bleiben und Fargrim sein. Wir speichern das Spiel und beenden diesen Part hier. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, liebe Leute. War ja interessant, viel Leserei, aber wir haben Fargrim endlich mal gefunden, beziehungsweise das haben wir ihn in unsere Gruppe aufgenommen. Und das die nächste Aufgabe ist es eigentlich, nach dieser Person zu suchen, nach Kladis, schätze ich mal. Und ja, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst mir bitte ein Like da, das wäre ganz toll. Sehr cool finde, würde ich das finden. Ich sage Game Over und ciao.